Hallo und herzlich willkommen heute hier zurück in der Brickworld. Wir müssten bei Update 58 heute schon sein. Und letztes Mal hatten wir hier hinten, ich gehe mal etwas näher ran, am Bahnhofsinneren weitergebaut. Wir hatten hier diesen Bereich gebaut mit dieser Dinerhütte. Da gab es auch einige Hinweise dazu. Werde ich demnächst wahrscheinlich noch ein bisschen was dran ändern bzw. anpassen. Heute möchte ich aber aus dem Bahnhof hinausgehen und uns in diesem Bereich aufhalten, wo schon der Teiletrenner liegt. Und zwar möchte ich diesen Bereich mit der Straße, die hier ein bisschen gebogen sein soll, und dem Gehweg hier voranbringen. Es wird ein bisschen kompliziert, denn wir müssen einige Dinge zusammenbringen, die eigentlich nicht zusammenzubringen sind. Denn wir haben unser Kopfsteinpflaster, das ich gerne hier weiter fortführen möchte. Zeitgleich aber auch die Straße und den Bogen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Grünareal, um ein paar Dinge überdecken zu können, die eben nicht eigentlich nicht zusammenpassen. Es wird interessant. Ich hoffe, es wird so, wie ich es mir vorstelle. Und wir schauen einfach, was draus wird. Das heutige Video aus der Brickworld entstand mit freundlicher Unterstützung von boni.tv. Dort gibt's kostenlose Gutscheine und Cashback für mehr als 2700 Online-Shops. Und kleiner Tipp am Rande, ihr findet dort auch den ein oder anderen Gutschein für Freunde von Klemmbaustein. Vielen Dank nochmal! Ich habe jetzt hier mal ein bisschen angefangen, mir überlegt, wie wir das Ganze hinkriegen können. Wie ich mir schon vorher überlegt hatte, ich weiß nicht, ob ich es in dem Video schon mal erwähnt habe, dass ich den Bogen ein ganzes Stück weit nach hinten schiebe und nicht so abgerundet mache, sondern eher, also nicht so flach, sondern eher ein bisschen steiler mache. Das ist jetzt der erste Entwurf. Ich denke aber, dass ich diesen Bogen nochmal ungefähr so 4 bis 6 Noppen in diese Richtung schieben werde, einfach um da hinten mehr Platz zu kriegen. Die Idee ist nämlich, dass wir ja die Straße und das Kopfsteinpflaster irgendwie miteinander verbinden müssen, auch in der Kurve, was aber eigentlich so nicht funktionieren kann. Deshalb ist die Idee, dass wir hier ein Beet einbauen, vielleicht mit 1, 2 Bäumen, einem großen Baum mal schauen, um einfach alles abdecken zu können, was man nicht sehen soll. Ich versuche mal hier rüber zu gehen, man sieht, dass hier die Steine rausschauen. Das wird man natürlich deshalb später nicht mehr sehen. Und das ist jetzt mal eine grobe Idee. Das werde ich jetzt weiter verfolgen. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon mal angefangen, mit dem Kopfsteinpflaster weiterzuarbeiten. Ich werde diese Idee weiter verfolgen. Wie gesagt, das Ganze ein bisschen mehr in diese Richtung schieben, einfach um mehr Platz zu kriegen. Dann schaue ich einfach mal, ob sich das so lösen lässt, wie ich mir das vorstelle. Also, es wird einige Zeit für mich dauern, für euch wahrscheinlich nur ein paar Sekunden. So, ich habe jetzt das Ganze 4 Noppen nach vorne, also in diese Richtung gezogen. Und ich habe jetzt auch hier soweit die Straße gebaut, wie ich sie brauche, um eben meinen Bogen abzudecken, beziehungsweise mit dem Bogen die Straße abzudecken. Hier noch ein paar Stützelemente, um das Ganze in Position zu halten. Und jetzt versuche ich das hier mit einer Hand hier festzumachen. Mal schauen, ob mir das gelingt. Da ist es auch schon auseinander. Und es wird momentan hier einfach nur eingelegt. Es bleibt dann durch die Verspannung mit den anderen Elementen an seiner Position. Und so sähe das Ganze jetzt aus. Ich denke, es ist eine ganz schöne Sache mit dem Bogen. Bricht natürlich einfach mal wieder das Grid, das wäre es ich beziehungsweise gerne breche, damit es eben doch nicht so eckig aussieht wie immer. Und ich denke, dass ich mit dieser Sache jetzt arbeiten kann. Das heißt, wir brauchen hier mehr vom Kopfsteinpflaster, müssen dann mit dem Kopfsteinpflaster hier rüberkommen, gleichzeitig aber auch noch dafür sorgen, dass wir hier irgendwie diesen Bogen ein schönes Beet draus machen und müssen natürlich auch hier noch den Abschluss der Wand fertig bauen. Den hatte ich ja eigentlich schon noch irgendwo rumliegen. Habe ich aber, glaube ich, in der Zwischenzeit wieder abgebaut, um an die Steine zu nehmen. Aber das machen wir jetzt einfach gleich nochmal neu und dann geht's gleich weiter. So, willkommen zurück in der Welt der besonderen Bautechniken. Erstmal vorweg, ich habe hier den Grundaufbau für das Kopfsteinpflaster fortgeführt. Ich habe hier hinten schon mal die Vorbereitung gemacht, um das Kopfsteinpflaster in diese Richtung weiterzubauen. Ich habe hier noch normale Teils aufgesetzt, um eben hier den Übergang in den Untergrund, also hier geht es ja nochmal runter in die U-Bahn, beziehungsweise in den Untergrund des Bahnhofs. Das ist ja ohne Kopfsteinpflaster, weil es eben nachträglich eingebaut wurde. Und jetzt haben wir hier das Problem mit der Biegung hier vorne, wie wir diesen Abschluss hier machen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt, ihr seht ja hier meine lustige kleine Konstruktion, um das Ganze jetzt in Form zu halten, machen wir jetzt erstmal hier eine 1x8er Fliese hin und dann setzen wir noch eine oben drauf. So, und dann denke ich, haben wir einen relativ schönen Abschluss hier, trotz der etwas besonderen Form.
Und ich glaube, dass wir das so auf jeden Fall lassen können. Mir gefällt's. Ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung. Ich habe da einige Zeit gebraucht. Es ist auch sehr stabil. Es hält die Biegung gut in der Position. Und ich denke, dass wir damit vorankommen, gut arbeiten können. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Das ist die beste Lösung, die ich gefunden habe. Vielleicht fällt dir was Besseres ein. Dann gerne in die Kommentare unten. Und das ist jetzt die finale Größe und auch die finale Form für das Beet, das wir hier bauen werden. Alles, was jetzt hier noch frei ist, wird dann mit Kopfsteinpflaster belegt. Hier müssen wir es noch nach oben auffüllen. Ich habe auch durch diese Plates, die hier drin sind, diese Rundung jetzt sehr gut in Position gebracht. Also es bewegt sich jetzt gar nicht mehr, so egal wie viel ich hier ruckel. Jetzt müssen wir das Ganze hier noch ein bisschen auffüllen. Oben muss es eben dann mit braunen Plates belegt sein. Und dann können wir das Ganze grün machen. Ich denke, dass ich jetzt das auf jeden Fall auffülle. Und als nächsten Schritt machen wir dann erstmal die Grundlagen für das Kopfsteinpflaster, damit ich da dann noch gut hinkomme, bevor hier alles grün wird. Das Beet ist aufgefüllt mit Bricks und dann obendrauf, wie gesagt, mit braunen Plates. Diese Elemente sind jetzt schon mal da, um vorhandene Lücken grob zu überdecken. Darauf werden jetzt gleich noch diese bekannten Leaf-Elemente kommen. Und dann werde ich erstmal versuchen, hier vorne die Rundung abzudecken, so weit wie möglich. Und dann kümmern wir uns da hinten um den weiteren Boden, also um das Kopfsteinpflaster. Aber erstmal, wie gesagt, kümmere ich mich hier vorne drum, um zu schauen, ob ich das hier so hinbekomme. Das wird erstmal eine wichtige Sache sein. Ich habe mal ein bisschen gebastelt und ich denke, so sieht es ganz schön und ganz natürlich aus. Und zugleich überdecken wir perfekt die ganzen kleinen Lücken, die wir hier drin noch haben. Also man kann zwar jetzt hier unten so ein bisschen reinschauen, aber es ist so bedeckt, dass man tatsächlich die Lücken nicht sieht. Mir gefällt es und ich glaube, dass es auch wieder einen sehr schönen grünen Punkt hier in die Stadt bringt. Und eben, wir haben die Biegung drin, die ich haben wollte. Das macht auch ein bisschen das Ganze hübscher. Was jetzt natürlich als ansteht, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe, wir müssen die Außenmauer hier fertig bauen und das Kopfsteinpflaster vorbereiten. Das sind die nächsten Schritte und dann geht es zurück ans Beet, damit ich eben hier auch noch Platz genug habe, um dahinter bauen zu können. Und jetzt eine weitere Episode zum Thema Dinge, die viel zu Zeit kosten und unnötig sind. Und zwar muss ich gerade hier unten alle Stützpfeiler rausholen, ohne das Ganze hier oben irgendwie rauszunehmen oder auch zu zerstören. Das Problem ist, ich könnte das Modul rausnehmen, das müsste bedeuten, dass ich alle anderen Module außenrum auch entfernen muss. Die Kabel sind unten verbunden, darauf habe ich ehrlich keine Lust. Ich habe auch die meisten Steine jetzt auch schon rausbekommen. Das Einzige, was ich jetzt noch rauskriegen muss, ist der da hinten mit dem roten und dem blauen Stein. Denn ich muss, das Ganze war in verschiedenen Farbtönen. Das Problem ist, dass man die oberste Reihe sieht, wenn die Elemente für das Kopfsteinpflaster, also das hier daneben ist. Und das ist nicht so schön, vor allem, weil man eben das von hier vorne auch sieht. Wäre es auf der Rückseite, wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Aber die müssen raus ersetzt werden durch graue Steine. Und das ist eine Sache, die gerade mal wieder ewig dauert. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Und ich kriege das Ganze hier wieder zusammen, ohne zu viel zu verlieren. So, es ist vollbracht. Ich habe tatsächlich fast 20 Minuten gebraucht, um die Steine da unten rauszukriegen. Und die anderen hier, also die hier, ich zeige es mal mit dem Schraubenzieher, hier reinzukriegen. Die Bögen habe ich noch übrig gehabt, die sind im alten Grau, das ist teilweise vergilbt, die können immer weg. Ja, vor allem dieser Schraubenzieher war mein größter Freund. Es ist alles wieder zusammen, das heißt, wir können jetzt weitermachen mit dem Kopfsteinpflaster. Und wie ihr jetzt seht, sieht man nur noch Grau. Vorher war es so, dass man tatsächlich da noch Rot und Blau und dergleichen gesehen hat. Das ging einfach nicht, aber jetzt können wir endlich weitermachen. Großen Schritt vorangekommen. Ich zeige es euch, ich habe jetzt hier alles vorbereitet für das Kopfsteinpflaster. Ich versuche mal hier ein bisschen an Stellen zu schauen, die ich selber gar nicht sehen kann. Und zwar, alle Lücken sind geschlossen, es muss jetzt nur noch gepflastert werden. Aber wir haben dann wirklich einen sehr schönen Übergang hier um die Ecke. Und es ist super gut aufgegangen, das habe ich vorher natürlich gar nicht so ausrechnen können. Aber der Übergang ist super, von hier geht es ja so rüber und hier die Steine ja so gelegt, aber es passt einfach super zusammen. Das heißt, es wird jetzt gleich noch gepflastert. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, ist das Kopfsteinpflaster hier im neuen Bereich fertig. Ich gehe mal ein bisschen mit der Kamera hier rüber
Und ihr seht, alles ist fertig gefliest. Das heißt, wir haben ein durchgehendes Kopfsteinpflaster, übrigens jetzt von hier, hier entlang, ganz am Bahnhof entlang, hinten zum anderen Eingang und hier hoch bis zum Eingang in die Altstadt. Das heißt, einiges wurde hier gebaut, heute auch wieder, und jetzt werde ich hier noch ein bisschen mehr am Beet weiterbauen. Es wird deutlich grüner am Bahnhof. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Das ganze Beet hier, das wir gebaut haben, ist jetzt begrünt. Hier ist noch ein kleiner Busch. Ich habe einen kleinen Baum angefangen, danach erstmal das Grüne am Boden gemacht. Der Baum ist sozusagen in dem Grün eingebaut, deshalb musste der Stamm zuerst gebaut werden. Jetzt werde ich hier oben noch ein bisschen den Baum fertig bauen. Er soll nicht zu groß werden, eben damit man hier nicht zu viel vom Blick auf den Bahnhof verliert. Aber ich glaube, dass dieses grüne Etwas da am Bahnhof einiges zum Besseren hier macht, dass wir eben aus dieser grau beigen, grünen Betonwüste, also grün im Sinne von diesem Tanngrün hier, dieses Sandgrün hier, rauskommen, einfach das Ganze auch ein bisschen begrünen. Ich finde es ganz hübsch. Euer Kommentar wie immer unten unter dieses Video. Ich freue mich drauf. So, und damit ist die Baumkrone fertig. Ich finde, sie ist ganz nett geworden. Da fällt mir auf, dass wir diesen hier auch mal demnächst noch fertig machen müssen. Und ich werde jetzt mal versuchen, mit einer Hand die Baumkrone hier aufzusetzen. Das sollte nicht zu schwierig sein. Hoffe ich. Ja, ihr seht ja gar nichts. Da fällt mir auf, hier fehlt ein Stein. Ich mache mal ganz kurz einen Cut. Moment. Ich habe den kleinen Cut genutzt, um zum einen hier das ganze Chaos gleich wieder aufzuräumen. Alles an seinen ursprünglichen Platz zu bringen. Okay, sagen wir fast alles. Hier ist noch die Schürze, die hier vorne rangehört, aber die ist mir gerade jetzt nicht so wichtig. Die fällt mir nicht dauernd ab, wenn ich dagegen komme, weil sie eben momentan noch nicht so fest ist. Aber wir haben jetzt hier noch einige Minifiguren eingebaut. Und ich habe noch ein kleines Nest mit einem Vogel gefunden beim Minifiguren rausholen und auch noch da reingesetzt. Und ich finde, es macht sich wirklich sehr schön dort an der Stelle. Mir gefällt's. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich mache jetzt noch ein paar Nahaufnahmen aus dem Bahnhofsbereich. Sieht man ja eher selten, auch in den Videos. Und ich muss sagen, ich finde es wirklich schön geworden. Und es hilft auch wirklich, diesen kleinen Bereich hier vor dem Bahnhof ein ganzes Stück nach vorne zu bringen. Ansonsten, wie gesagt, alles in die Kommentare. Ihr seid noch nicht Abonnent, dann lasst doch gerne ein Abo da. Würde mich super, super freuen. Und ebenso, wenn ihr auch die Glocke aktivieren würdet, denn dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es was Neues hier aus der Brick World gibt. Apropos Neues, wenn alles gut läuft, dann gibt es noch eine kleine Überraschung dieses Wochenende. Kann ich aber, während ich dieses Video gerade aufnehme, es ist einige Tage vor dem Wochenende, aber ich nehme es gerade auf, für den Freitag. Das heißt, wenn ihr das hier seht, ist es Freitag. Und ja, ansonsten, wie immer, alles in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht bei Instagram seid, Link dazu unten in der Videobeschreibung, kommt gerne auch dort dazu. Auch dort habe ich schon einige Abonnenten sammeln können. Das freut mich ebenso wirklich sehr, sehr, sehr. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Dann schauen wir mal, was wir das nächste Mal machen. Und dann freue ich mich auf jeden Kommentar von euch. Und wie immer, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.